Vier Polen, Witze. Woran merkt man, dass die Polen schon im Weltall waren? Am großen Wagen fehlen die Räder. Wieso klauen Russen immer zwei Autos? Weil sie auf dem Heimweg noch durch Polen müssen. Was hast du eigentlich gegen Polen? Eine gute Autoversicherung. Wie heißt die polnische Nationalhymne? Das ist alles nur geklaut. Vier Polen, Witze. Was ist die häufigste Krankheit in Polen? Klaustrophobie. Was versteht man in Polen unter Triathlon? Zum See laufen und mit dem Rad zurück. Was ist der beliebteste polnische Männernamen? Klaus. Was ist das beliebteste polnische Bier? Klausthaler. Vier Polen, Witze. Wann feiert man Weihnachten in Polen? Eine Woche nachdem wir in Deutschland Weihnachten gefeiert haben. Wie nennt man Diebstahl in Großstädten? Metropolen. Steht ein Pole an der Kasse. Das war der Witz. Was ist die Grundlage für deutsche Autos? Kruppstahl. Was ist die Grundlage für schwedische Autos? Schwedenstahl. Was ist die Grundlage für polnische Autos? Diebstahl. Vier Polen, Witze. Woran erkennt man einen polnischen Furz? Er raubt dir den Atem. Was bekommt man, wenn man einen Polen mit einer Holländerin kreuzt? Einen Autodieb, der nicht fahren kann. Geht ein Pole zum Friseur. Haare weg. Morgens 9:30 in Polen. Hey Mann, wo ist mein Noppes? Vier Polen, Witze. Zwei Polen kommen aus dem Restaurant, sagt der eine, hast du die Rolex vom Kellner gesehen? Darauf der andere, nein, zeig mal her. Warum gibt es in der Antarktis immer weniger Eis? Wegen den Nordpolen. Warum bekommen polnische Neugeborene zwei statt einen Klaps auf den Po? Einen, damit sie mit dem Atmen beginnen und den anderen, damit sie die Uhr der Hebamme loslassen. Wie nennt man U-Bahn-Passagiere in Warschau? Metropolen.